Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Assassin's Creed Odyssey. Zuletzt sind wir ja hier angehalten und wollten jetzt hier rein. Und dem Orakel sprechen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich wie jemand aus, der sich hinten anstellt? Wow, so einfach. Tritt ein in das Licht des Apollon, in das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterblicher, denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchender! Oh, shit! Boah! Fuck it, Vater. Ich suche meinen Vater. Meinen wahren Vater. Wer ist er? Du bist es! Aus den Visionen! Das Kind auf dem Berg! Wie kannst du davon wissen? Du musst gehen. Sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. In deinen Entscheidungen liegt Weisheit. Jeder andere Söldner hätte die Leute in der Höhle von Megaris getötet. Aber du hast die Wahrheit gesucht und gerecht über ihr Leben geurteilt. Aber wie? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte. Der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. Oh. Ah, anscheinend doch. Herodotos, du bist doch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin. Was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Oh, er weiß mehr. Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia schien Angst vor ihnen zu haben. Wie warum haben sie fortgeführt? What the fuck war das? Fortgeführt. Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert. Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich ihre gefunden habe. Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die Einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich habe gehört, dass sie am Rand des Ortes leben soll. Aber sei vorsichtig, man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt und meine Antworten bekommen. Alexios, vergiss eins nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. So.
Oh. Dann gucken wir mal kurz, welche Quests wir noch haben. Stufe 9, wir sind gleich Level 10. Das heißt, die Quest ist ja eigentlich für uns gemacht. Dann machen wir die doch mal. 5 am Mittag. Das fährt her, ja. Es gibt keine Straße in der Nähe. Dann suchen wir uns eine Straße. Genau, hier. So ein Stützpunkt, okay. Komm schon. Das Orakel versteckt sich da drin. Endlich erhalte ich Antworten. Wir werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Oh. Hier eigentlich so gut bewacht? Das, mein Lieber, kannst du dir später fragen. Oh, fuck. Er setzt sich jetzt hin, das ist nicht sein Ernst. Ja. Oh, la la la. Okay, der wird mich wahrscheinlich sehen können. Bleibt ja nur noch er hier. Okay, gut, dass es nicht mehr gehört wird. So, jetzt können wir den wieder holen. Da ist noch einer.
ein bisschen plündern. Und das. Und dann wären wir schon fertig. Ich bin nicht gekommen, um dir weh zu tun. Ich will nur antworten. Die Pythia ist ein heiliges Gefäß der Götter. Die Menschen reisen für meine Antworten um die Welt. Aber keiner würde es wagen, in mein Haus einzubrechen. Apollons Zorn wird grausam und schnell sein. Wachen! Genug mit den Lügen. Sag mir endlich, was ich wissen will. Ich kann nicht atmen. Wenn du schreist, wenn du mich anlügst, werde ich dir die Kehle durchschneiden. Ich bin schon tot. Sie werden herausfinden, dass du hier warst. Und dafür werden sie mich töten. Wer? Dieser Kult des Kosmos? Sprich! Ja, der Kult will dich tot sehen. Sie wissen, dass du hier bist. Du sagtest, du hast mich in deinen Visionen gesehen. Was war es genau? Unter dem Tempel des Apollon liegt ein Artefakt. Es deckt auf, was nur die Götter wissen sollten. Du nanntest mich das Kind auf dem Berg. Der Kult sucht nach einem spartanischen Kind, das den Fall von einem Berg im Taygetos-Gebirge überlebte. Das Artefakt offenbarte, dass du dieses Kind bist. Was ist dieser Kult des Kosmos? Sie sind die Augen, die sehen, aber nicht gesehen werden. Schluss jetzt mit den Rätseln! Ich brauche einen Namen. Die kenne ich nicht. Ich schwöre es. Sie verstecken sich hinter Masken und Tüchern. Warum stellst du dich in ihren Dienst? Ich habe keine Wahl. Diese Prophezeiungen der Götter. Für all diese Menschen. Du wurdest bezahlt, sie zu täuschen? Die meisten fragen mich nach der Liebe oder dem Tod. Denen sage ich, was sie hören wollen. Aber wenn mich Menschen zu Politik oder dem Krieg befragen, bezahlt mich der Kult sehr gut dafür, dass ich ihnen sage, was der Kult sie hören lassen will. Ich gebe dir die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Sag mir, wo ich den Kult finden kann. Sag mir, wo sie sind, oder wir suchen gemeinsam nach ihnen. Unter dem Tempel des Apollon liegt eine alte Kammer. Ich glaube, dass sie sich dort treffen. Aber ohne Maske und Mantel wirst du es keine zwei Schritte weit hineinschaffen. Und woher bekomme ich so eine Maske und einen Mantel? Mich besucht ab und an ein Mann. Er vergewissert sich, dass ich gut behandelt werde. Ich besitze das größte Haus in der Chora von Delphi. Und dennoch gibt er mir Drachmen für meine Mühen. Boah, ich finde ihn unheimlich. Wie heißt er? Elpenor. Elpenor? Er gehört zum Kult? Das weiß ich nicht sicher. Aber wenn, dann besitzt er die Sachen, die du brauchst. Weißt du vielleicht, wo ich ihn finden kann? Südlich des Tals der Nymphe liegt eine Festung. Angeblich führt er dort seine Geschäfte. Du hast sehr geholfen. Jetzt raus aus meinem Haus! Sollte Herodotos erzählen, was die Pythia über den Kult gesagt hat. Vielleicht weiß der Rat. Das hätte man vorher auch so ein bisschen wissen können, ne? Dass der zum Kult gehört. So. Neuer. Wow. Nice, nice. So, sonst aber nichts Neues, oder? Nee. Okay. Wollen wir mal den Typen hier befragen? Also, was hat dir die Pythia erzählt? Der Kult des Kosmos verfolgt mich. Aber jetzt mache ich Jagd auf sie. Sie sprach von einer geheimen Kammer unter dem Tempel des Apollo, in der sie sich treffen. Also ist alles wahr. Wenn der Kult eines geschafft hat, dann diesen alten Mann zu täuschen.
Ich kann nicht ohne Maske und Mantel dort hinein. Sie sind das Erkennungszeichen des Kults. Der Tempel des Apollon ist bei der Höhle von Gea. Nicht schwer zu finden. Aber Maske und Mantel eines Kultisten? Wie willst du so etwas bekommen? Die Pythia hat mir einen Tipp gegeben. Wenn ich soweit bin, treffen wir uns am Tempel. Aber erst töte ich Elpenor, diesen verdammten Lügner. Hier hoch. So, dann sagen wir ihr mal Bescheid, dass wir weiter wollen, ne? Was hier, ne? Also, okay. Ich muss erst Schlangen im Gras machen. Dann werden wir das mal tun. Du sollst nicht überall hochklettern. Okay, gucken wir mal, was für eine Hütte hier ist. Das war knapper als gewollt. Wo ist mein Verlissen? Du sollst doch nicht immer weglaufen. Versucht sich zu verstecken. Oh, das war knapp. Ah, hier ist noch irgendwas. Gehen muss ich verstecken.
um Ecken springen kann ich jetzt auch. Hi. So, was ist denn Nummer 1?